Jan Moritz Lampaber von Tillitzer von Reutlingen. David Nering gegen Jan Moritz Lampaber, Tisch 20. David Nering holt bitte das Schiedsrichterbrett ab, das ist ein Tisch in der Meldenhalle und die Betreuer ziehen das Spiel im Wechsel. Tisch 21, Euro 11, Einzel, Achtelfinale. Erik Hartkorn, der ist von TDC Mühlen 1897, spielt gegen Christian Wessels von der TG Schwenningen an Tisch 21. Erik Hartkorn gegen Christian Wessels an Tisch 21. Der Erik Hartkorn holt das Schiedsrichterbrett ab und die Betreuer zählen das Spiel im Wechsel. So, jetzt geht es bei den Menschen nur 11 ans Eingemachte. Es geht um den Einzug ins Halbfinale. Das erste Viertelfinale steht an. Es steht sie gegenüber am Tisch 4. Benahan Thun von der TSG Steinheim und die spielt am Tisch 4 gegen die Michelle Rosenegger vom VV Alten Münster. An Tisch 4. Benahan Thun gegen Michelle Rosenegger. Dort haben wir einen Tischschiedsrichter und der kommt direkt an den Tisch. So, Mädchen U11, das zweite Viertelfinale, wir stehen sich gegenüber an Tisch Nummer 8. Antonia Bernhardt vom TV Kalmbach spielt gegen Laura Schwabe vom SSV Reutlingen, Tisch 8. Antonia Bernhardt gegen Laura Schwabe und es kommt direkt ein Schiedsrichter an den Tisch. An Tisch Nummer 7, Mädchen U12, Einzelviertelfinale, Katharina Meitel, TSV Altheim 1912 gegen Mona Bock, TV Deggingen. An Tisch 7. Viertelfinale Mädchen 012 Einzel. Katharina Meintel gegen Mona Bruck an Tisch 7. Schiedsrichter kommt direkt an den Tisch. Mädchen 011 Einzel Viertelfinale. Damaris Eckstein, TDC Gnadenthal, spielt an Tisch 9 gegen Alexandra Kaufmann vom TDC Edekheim Bissingen. Damaris Eckstein gegen Alexandra Kaufmann an Tisch 9. Schiedsrichter kommt direkt an den Tisch. Einzelviertelfinale Mädchen 11. Lisa Beetz von der Spielvereinigung Ötheim spielt am Tisch 13 gegen Antonia Walkenhorst vom SSV Spiel Münzach. Lisa Beetz gegen Antonia Walkenhorst, Mädchen 11 Einzelviertelfinale, Tisch 13, Schiedsrichter kommt direkt an den Tisch. Mädchen 12 Einzelviertelfinale. Es geht also auch um den Einzug in das Halbfinale und somit um das Siegerprotest. Es treffen aufeinander am Tisch 16 Alina Frey vom TSV Gattringen und die spielt auch gegen die Laura Maurer vom SV Weint. Alina Frey gegen Laura Maurer am Tisch 16 und wir haben dort einen Tischschiedsrichter und der kommt samt Schiedsrichterzettel komplett an den Tisch. Thank you.
im U12 Einzelviertelfinale an Tisch 14. Annemarie vom SC Berg spielt dort gegen die Celine Blum vom SSV Schönbünzach an Tisch 14. Ried gegen Blum, Schiedsrichter kommt direkt an den Tisch. So, die Tischschiedsrichter des TSV Betzingen würden sich dann wieder da und hier bei dem Eindruck vorbleiben. Wir kommen zu einem Viertelfinale bei den Mädchen U12 im Einzel. Hier stehen sie gegenüber an Tisch 11, die Selin Hinseling vom SV Halden und die trifft dort auf den Nina Feil vom TSV Gebrünningen. Das Ganze findet statt an Tisch 11. Hinseling gegen Feil an Tisch 11. Schiedsrichter kommt direkt an den Tisch. Einzelviertelfinale an Tisch 3. Piet Hammer vom VfL Hammerberg trifft dort auf Lukas Bolt vom TVC Mittelland-Gesingen. Piet Hammer gegen Lukas Bolt an Tisch 3. Schiedsrichter kommt direkt an den Tisch.
13 Einzel-Viertelfinale. Kai Kilian von TDC Ittigheim-Issingen trifft dort an Tisch 6 auf Kommunikation vom SC Steig. Schiedsrichter Tisch 6, bitte Julian Michaelis. Kai Kilian gegen Tom Dufke an Tisch 6, Schiedsrichter bitte Julian Michaelis. Der Schiedsrichter bleibt komplett mit an Tisch 6.